Und dann kannst du hier zwischen 1, 2, 3, 4 oder 5 wählen. Such dir da eins aus. On my own, but I'm never alone. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge von Monster High in Your Ghoul in School. Ich stehe hier vor der Charakteranpassung, weil ihr in der letzten Folge die Frisur auswählen durftet und ihr habt entschieden. Und zwar habt ihr euch entschieden für Frisur Nummer 10. Also es ist diese hier geworden, sehr cool übrigens. Finde ich, passt auch gut zu dem Geist, oder? Finde ich, sieht sehr toll aus. Die Wahl lag diesmal eng beieinander. Also so 10, 13 und 11 sind da eigentlich ganz gut gewesen. Ich nehme jetzt diese Frisur und jetzt wähle ich noch die Haarfarbe. Und da ist von euch hauptsächlich Pink und Lila gewählt worden. Und deswegen nehme ich das jetzt auch. Und dann habe ich die Frisur angepasst und ich finde, das sieht echt cool aus. Das finde ich, sieht gut aus. Das gefällt mir sehr. Jetzt steht heute das Cheerleader-Training an und ich bin so gespannt, was es Neues von Cleo geben wird. Deswegen werde ich da jetzt ohne irgendwie noch irgendwas aufzusuchen oder auszuprobieren hinhuschen, weil ich einfach sehr, sehr neugierig bin. Weil sich ja auch die Rektorin hat sich auch so komisch verhalten und so. Und ja, ich bin jetzt einfach sehr gespannt. Ist Cleo schon da? Ja, Cleo ist da. Ich sehe sie da schon stehen. Mal gucken. Hallo. Oh, die Neue erfreut uns endlich mit ihrer Anwesenheit. Du dachtest, du bist dir zu schade für das Training, oder? Verbringst deine Zeit lieber mit sowas wie Ratsversammlung. Glaub nicht, dass ich nicht wüsste, dass du dort mehr Zeit verbringst als hier. Komm noch einmal zu spät zum Training und du fliegst aus dem Team. Na, dann geh ich halt, also. Sie ist schon den ganzen Tag so. Es gibt kein Entkommen. Oh je. Ruhe! Wenn ihr gleichzeitig trainieren und reden könnt, arbeitet ihr nicht hart genug. Los, Monster, leg deinen Zahn zu. Wir können uns keine Schwäche erlauben. Und du, diese schlampige Haltung. Die Arme ganz hoch. Höher! Genau so. Es muss in den Muskeln brennen. Ja, ja, das ist es. Reine Perfektion. Wartet, wo ist mein Amulett? Oh, ich habe es verloren. Bitte sehr, Cleo, du hast dein Amulett fallen gelassen. Was glaubst du, was du da tust? Nein! Das ist meins! Lass mich in Ruhe! Nur Mitglieder des ägyptischen Königshauses dürfen das Amulett berühren. Wag es ja nicht, deine dreckigen Zombie-Finger an meinen Geburtstagsge... Aber ich hab doch nur versucht... Ich weiß nicht, warum ich mich überhaupt aufrege. Wenn man bedenkt, wie viele Hirnbällchen du isst, sollte man meinen, dass du etwas schlauer wärst. Aber Fehlanzeige... Was? Hat jemand etwas zu sagen? Das ist zu viel. Selbst für dich, Cleo. Und alles wegen deines blöden Amuletts. Das ist hart. Das arme Monster weiß nicht, was sie getroffen hat. Gulia ist deine Freundin. Wir alle. Und du warst so gemein zu uns. Ist der Cheerleader-Wettbewerb wirklich so wichtig? Was geht hier vor? Warum sehen mich denn alle so an? Wo ist Gulia hingegangen? Du hast sie verärgert und sie ist weinend weggelaufen. Aber ich habe nicht. Ich erinnere mich nicht. Vertrau uns, Cleo, so wie vorher. Wir haben alles gesehen. Oh nein. Was habe ich getan? Ich muss sie finden. Ach was. Entspann dich einfach, Cleo. Hallo, Neuling. Kannst du sie verfolgen? Na klar. Das mache ich gerne. Ich sammle jetzt hier die Münzen noch ein und finde das echt ziemlich merkwürdig, oder? Das ist ja komisch. Aber das Amulett, was sie jetzt hat, scheint sie ja zu beschützen. Also das scheint ja was zu sein, was ihr dann hilft. Deswegen... Ja, mal schauen. Das Amulett ist vielleicht gar nicht so das Schlimmste.
Und mal gucken, Gulia, mit der kann man sicherlich reden. Da bin ich ganz, ganz sicher. So. Ich möchte hier die Münzen noch holen. Obala. Zack. Oh, na, dann lasse ich die nochmal. Jump ich da jetzt nicht hoch. Und dann gucke ich mal, wo Gulia hin ist. Also der Basketballplatz hier könnte auch mal gemacht werden. Der Fußboden sieht echt schlimm aus. Das ist nicht schön. So. Auf geht's. Münzen, Münzen. Oh, da fliegen sie über mich hinweg. Julia, wo bist du? Wo ist sie nur hingelaufen? Bestimmt in die Bibliothek, oder? Ah, hier in die Cafeteria. Soll ich mal in die Cafeteria schauen, wie es da jetzt... Ach, die ist noch nicht fertig, ne? Das ist erst am nächsten Tag. Das ist noch nicht so weit. Aber hier ist Gulia sowieso drin. Mal da vorne sind noch Münzen, die sammle ich natürlich noch gerne ein. Und zack, 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 zack. Hallo, Gulia. Lass dich nicht ärgern von Cleo. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Cleo benimmt sich sehr komisch. Als wäre sie eine völlig andere Person. Und sie ist nicht die Einzige. Irgendwas Seltsames geht an der Schule vor sich. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, Gulia. Weißt du, was der Grund für dieses seltsame Benehmen sein könnte? Ich glaube ja, Cleos Amulett. Weißt du was? Ich glaube, du hast recht. Das seltsame Benehmen begann, als Cleo das Amulett zum Geburtstag geschenkt bekam. Was soll ich jetzt tun? Ich kann gut recherchieren und mich auf die Bücher stürzen. Mal sehen, ob ich etwas über das Amulett herausfinde. Behalte du Cleo im Auge und weihe die anderen Cheerleader ein und ich gehe in die Bibliothek und sehe, was ich herausfinden kann. Sollen wir uns treffen, wenn sich alles beruhigt hat? Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas herausgefunden habe. Alles klar, Gulia, machen wir so. Danke, dass du gekommen bist. Du bist eine echte Freundin. Pass auf, wir kommen bald nach. Gut, das mache ich gerne, weil... Oh, einmal hier lang kuschen. Ich muss schon wieder zum Unterricht. Nein, das kann ja nicht sein. Warte mal. Zum Kochclub kann ich auch noch gehen. Jetzt gibt's aber... Guck mal, es gibt schon wieder neue Klamotten beim Shopping. Deswegen wird das jetzt meine Frage der Folge. Denn das Geld reicht wieder nicht für alles. Entweder nehme ich erstens die kurze schwarze Hose. Zweitens die roten Schnürstiefel. Drittens das weiße Kurztop. Ich finde, es ist eher blau, aber das Top ist weiß, ja. Oder viertens die blauen Bandagen. Fünftens das gelbe Neckholder-Top. Oder sechstens das schwarze Kreuztop. Nee, pass auf, das kaufe ich eh, weil für 11 kaufe ich das. Und dann kannst du hier zwischen 1, 2, 3, 4 oder 5 wählen. Such dir da eins aus. Die Münzen dafür kriege ich auf alle Fälle noch zusammen. Jetzt mache ich hier noch den Kochclub. Mir schon mal auswählen. Ach, und Nachrichten gibt es auch noch. Warte mal. Unten laufen jetzt dann auch die Träumergrüße durch. Fühlt euch alle lieb gegrüßt und fest umarmt. Schön, dass ihr mit am Start seid und dieses Projekt einfach zu etwas ganz Besonderem auf meinem Kanal macht, weil ihr einfach so viel Spaß daran habt und dann habe ich auch so viel Spaß, da weiterzumachen, weil das einfach, ja, ihr seid toll da draußen. Vielen Dank. So, Slomo hat geschrieben, at Monster High, ist Cleo ein Mobber? Vorfall lässt Gulia in Tränen ausbrechen. Dann hat Lorna geantwortet, boom, 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 Zombie-Tränen. Frankie? Zombie-Tränen, wir denken an dich, Gulia, bleib stark. Claudine? Zombie-Tränen, keine Sorge, Gulia, das kriegen wir schon wieder hin. Du hast nichts falsch gemacht, Gulia, schreibt Draculaura. Und Operetta sagt, versuch dich nicht zu sehr aufzuregen, Gulia. Hoffentlich sehen wir uns bald im Comic-Club. Gigi Grant schreibt, vielleicht ist es an der Zeit, dass Cleo aus ihrem Amt als im Cheerleader-Team abberufen wird. Ja, aber sie ist ja bestimmt, weißt du, irgendwie verflucht und deswegen... was schreibt Claudine denn? Diesmal ist Cleo zu weit gegangen. Mitschüler zu mobben ist nicht okay. Mobbing ist sowieso nie okay.
Sei vorsichtig, Claudine. Was Cleo getan hat, war falsch, aber war es Mobbing? Stimmt, Frankie. Cleo hätte Gulia nicht so behandeln sollen, aber es war kein Mobbing. Ja, aber richtig war das auf alle Fälle auch nicht, oder? Ach, Manno. Oh, ach, das sind jetzt die ganzen Nachrichten, die ich ja schon gelesen habe. Deswegen, das ist nicht so schlimm. Gehe ich jetzt da noch schon mal in die Bibliothek hinein. Da husche ich jetzt hin. Da sind noch mal Münzen. Ich könnte noch mehr Münzen gebrauchen, auf jeden Fall. Ach so, in die Bibliothek. Ich wollte jetzt zu Gulia, ne? Ich gehe natürlich in die Küche. Zu Deuce und dem Kochclub. So. Hallo, ihr. Ich gucke noch mal hier. Sind noch mal Münzen, ne? Damit ich dann auch kaufen kann, was ihr auswählt. Aha. Muss ja auch sein, dass ich die dann einsammle. So, und jetzt schaue ich mal. So, hallo Juice. Oh, hey Damakash, was führt dich zum Kochclub? Leckereien. Oh, der Fashion Club benötigt ein paar Leckereien für die Show. Das ist cool. Juice, wir sind doch schon dicht. Können wir uns wirklich noch mehr aufhalten? Klar können wir das. Unser Team kann alles. Du wirkst so überzeugt. Gut, machen wir es so. Wir brauchen einige Zutaten, damit wir loslegen können. Du musst für uns ein paar Ice Cream zur Strecke bringen. Ja, das mache ich. Großartig, bring es zurück, wenn du es gefunden hast. Sammle Eiscreme. Ja, pass auf. Die Eiscreme sammle ich dann aber erst in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, mich begleiten. Wenn du auch nächstes Mal wieder mit am Start bist, freue ich mich natürlich sehr. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Jetzt wünsche ich dir noch einen total tollen Dienstag. Lass es dir gut gehen und bis zum Wochenende. Ciao, ciao, deine Damakash.